Die Vektorpedale sind jetzt montiert, sodass wir mit dem nächsten Abschnitt fortfahren können, der Kopplung mit einem kompatiblen Garmin-Gerät. Die Kopplung des Vektor erfolgt ebenso wie bei anderen ANT-Plus-Leistungsmessern. Wählen Sie das Menü Extras. Wählen Sie Fahrradprofile, wählen Sie ein Fahrrad. Wählen Sie das Symbol für die Leistung und aktivieren Sie diese. Das Gerät sucht nun automatisch nach einem Leistungsmesser. Wenn der Vektor nicht sofort erkannt wird, drehen Sie die Kurbeln, um das Gerät zu aktivieren. Bei Auswahl von Sensorinformationen wird eine fünfstellige ID angezeigt. Dies ist die eindeutige Drahtlos-ID des Vektor. Falls Sie die Kopplung vornehmen und sich andere Sensoren oder andere Leistungsmesser in der Nähe befinden, kann es hilfreich sein, diese ID zu kennen. Sie ist auf beiden Achsen, der linken und der rechten, mit einem Laser eingraviert. Überprüfen Sie jetzt die Kurbellänge. Der Standardwert ist 172,5 mm, was der gängigsten Kurbellänge entspricht. Falls Ihre Kurbel eine andere Länge hat, wählen Sie Kurbellänge und geben Ihren Wert ein. Wenn Sie sich unsicher sind, finden Sie die Kurbellänge oft auf der Innenseite der Kurbeln. Fügen Sie der Trainingsseite jetzt Leistungs- und Trittfrequenzdaten hinzu. Halten Sie einfach das Feld gedrückt, blättern Sie nach unten und wählen Sie Leistung. Im nächsten Feld wird die Trittfrequenz hinzugefügt. Diese beiden Felder kommen im nächsten Abschnitt zum Einsatz, bei dem das Fahrrad für die erste Tour eingerichtet wird.